Papi, wo fahren wir denn in den Urlaub hin? Das wissen wir noch nicht. Wir könnten nach Island fahren, weil wir haben das im Geo-Unterricht bei Frau Saar. Island liegt auf der Nordhalbkugel, nahe des Polarkreises, und ist eine Insel aus Feuer und Eis. Weil es auf zwei Erdplatten liegt, ist es eine Vulkaninsel. Island hat 140 Vulkane, davon sind 30 aktiv. Alle 7 bis 8 Jahre müssen die Isländer mit heftigen Vulkanausbrüchen rechnen. In Island gibt es Geysire. Geysire sind Springquellen mit extrem hohen Temperaturen. Man nennt Geysire auch Dampf- oder Wasserfontänen. In Island gibt es viele Tiere, zum Beispiel Pferde und Schafe. In der Blauen Lagune kann man das ganze Jahr baden gehen. In Island gibt es den Gletscher Vatnajökull. Das Klima ist südpolarisch geprägt und die Vegetation ist eine Tundra. Das heißt, dort wachsen vornehmlich Moose und Flechten. Okay, jetzt wissen wir alles. Dann kann es ja losgehen. Endlich, und ich lege mich hin, schon zum Schlafen. Ich sitze vorn. Ja, okay, los geht's. Ich hole noch die Becher.